Unsere Pioniere bringen das Xel-Naga-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen, es zu erreichen. Keine Chance, mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zerg-Angriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energienova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Wow. Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energienova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denkt dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? Tja, alles oder nichts. Die letzte Mission, wir müssen ausharren, bis das Artefakt aufgeladen ist. Das ist jetzt unsere letzte Mission und ganz Char wird gegen uns mobil machen. Ihr habt es ja gerade gehört, die Zerg werden angezogen von dem Artefakt. Und nicht zuletzt will Kerrigan natürlich auch verhindern, dass wir das Artefakt benutzen. Du hast mir das Xel-Naga-Artefakt gebracht. Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Warnung, große Zergstreitmacht im Anmarsch. Wir sind noch nicht bereit für so viele. Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Eine beeindruckende Verteidigung. Aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Da bin ich ja mal gespannt, Kerrigan, was du aufbringen wirst. Ihr seht schon, wir haben jede Menge BBFs und wir werden noch weitere bauen. Commander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Energienova. Mit dem Artefakt kann eine lokale Energienova erzeugt werden, die allen Zerg innerhalb eines Wirkungsradius erheblichen Schaden zufügt. Kann alle 3,5 Minuten verwendet werden. Das ist schon nicht schlecht. Wir sollten auf jeden Fall mal diesen Overlord hier vernichten. Außerdem sollten wir, so schnell es irgendwie geht, Ressourcen aller Art sammeln. Wir brauchen Panzer. Wir brauchen Luftabwehr vor allem. Deswegen werde ich jetzt hier schon Vikings bauen. Und wir brauchen sehr, sehr viel Vespin. Vor allen Dingen müssen auch diese scheiß Overlords verschwinden, die hier überall herumfliegen, weil die uns nämlich voll kriechern werden. Und das ist äußerst schlecht. Die Armeen, die Kerrigan uns entgegenschicken wird, sie werden endlos sein. Vielleicht können wir auch ein paar Feuerfresser gebrauchen. Da kommen die ersten. Und wie gesagt, natürlich Flug. So, ihr kommt hier hin. Wir brauchen mehr WBFs, das reicht nicht. So, und wir brauchen jetzt, ganz wichtig, ich werde jetzt mal zwei von euch nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall auch welche von euch. Und zwar überall hier herum. So, das haben wir auch down gekriegt, da kommt wieder ein Overlord. Und nun? Da haben wir die ersten Vikings.
Basis wird angegriffen. Oh, da oben. Lass mich hier nicht verraten. Wir werden auf jeden Fall planetare Festungen bauen und die in die Eingänge stellen. Und damit sollten wir eigentlich schnell anfangen. Wir können die Energienova aktivieren. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Zumindest theoretisch. So, wir sind jetzt bei 10%. BBF einsatzbereit. Hier unten sieht es auch noch okay aus. Forschungsschiff. Der muss ausgefahren werden. Mehr WBFs. Sehr gut. Ihre Streitkräfte. Basis wird angegriffen. Wo, hier oben? Okay, was wir auch brauchen, Goliaths. Erstmal 4 Stück. Das sollte ausreichen. Ja, ihr merkt schon. Es geht hier zur Sache. So. Wir bauen jetzt als erstes hier eine planetare Festung hin. Hier hin. Baut das Ding. Und baut es schnell. So, wir brauchen noch ein paar davon. Und Mules. Was ist los? So, da wird das Ding gebaut. Wir brauchen... Ich nehme mir jetzt mal 4 Stück und baue hier. Achtung, Sir. Ich orte eine große Gruppe Flugeinheiten der Zerg, die direkt auf das Artefakt zusteuert. Die können wir vernichten. Und nun? Übermittle Befehl. Und zwar können wir die ganz gut vernichten mit der Nova. Ja, da kommen sie. Ja, bin ich jetzt von da und zerstört. So, planetare Festung. Jetzt kommen sie hier von oben. Hier können wir auch mal eine planetare Festung hinklatschen. Bauen. Du baust hier unsere Freunde, Raketentürme. Schnell, schneller. Panzer. Goliaths können wir auch mit hier nach drüben stellen. So, die erste planetare Festung ist fertig. Versuchen uns auf jeden Fall zu zergern. So, planetare Festung. Eine große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Ach, das dürfte ich hinkriegen. Da kommen sie wieder. Planetare Festung. Die sollten wir dann hier auch hinbauen. Oh, das war easy. So, das sieht erstmal nicht schlecht aus. Den schicken wir hier unten mit hin. Die armen WBFs, lass doch mal die armen WBFs in Ruhe. So. Basis wird angegriffen.
Wir machen hier noch mal ein paar davon hin. Alarm. Psionische Strahlenquelle Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen nähert sich. Oh Gott. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Wir wussten, dass sie kommen würde. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Wir setzen sie auch ein. Alles auf Kerrigan. Ja, Kerrigan hat tatsächlich eine planetare Festung zerstört. Noch eine Welle Zergflieger, Sir. Das werdet ihr noch bereuen. Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Fürs Erste haben wir sie zurückgeschlagen. Da kommen Zergflieger. Aber down. Easy. Oh. Noch eine planetare Festung hier hin. So. Mehr Upgrades. Ja, hier kommt auf jeden Fall keiner durch. Das ist gut. So, ein paar Goliaths können wir noch gebrauchen. Und ansonsten können wir nicht mehr viel machen. Und das Problem ist, dass unser Einheitenlimit jetzt voll ist. Ich werde mir mal eben hier drei Stück ausleihen. Wir müssen die ein bisschen verteilen. Hier oben könnte ich noch einen gebrauchen. So, und jetzt werden wir noch unsere Schwarmteile hier bauen. Für den Fall, dass wir mal mehrere große Zerg irgendwie kontrollieren müssen. Mehr Flugeinheiten im Anflug. Sie kommen von hinten. Vorsicht! Oh, scheiße. Vikings. Na, vorbei. Easy peasy. Dagegen waren wir gut vorbereitet. Aber hier rottet sich was zusammen. Etwas, was mir nicht gefällt. Und hier oben müssen wir vielleicht auch schnell mal eben was machen. Nämlich dafür sorgen, dass wir da überleben werden. So, wir brauchen hier die planetare Festung. Die haben wir leider gerade nicht. Brutlords. Ja, Brutlords. Ich fürchte, er ist zu weit weg, um ihn zu kontrollieren. Das ist auch das, was ich generell befürchtet hatte. Der aber vielleicht nicht. Den kriegen wir. Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Luftverteidigung bereit machen. Von wo? Von hier. Von überall. Aktivieren. Die Overlords wurden davon noch nicht mal getroffen, sehe ich gerade. Aber ich glaube, ich habe so klug gebaut, dass sie überall zerstört werden. Da dürfte es eigentlich kein Problem geben. Hier oben. Wir brauchen mehr von diesen Gedankenmanipulatoren. Die sind in unserer Base. Wir werden jetzt einmal speichern, denn wir sind fast zur Hälfte durch. Wir brauchen hier eine planetare Festung. Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ich werde euch alle von meiner Welt tilgen. Tja, Kerrigan, ich habe das Gefühl, du merkst langsam, dass es ernst wird. Schnapp mir deine kleinen Zerg. Yamato-Kanonen. Tarnen, aber ich glaube, das bringt nichts, weil sie detektor ist. Psionische Strahlenquelle
einfach so krass, dass sie jedes Mal... Sir, wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf sie zubewegt. Kerrigan hat sich verkochen. Feuert weiter, Männer! Ja, und baut die Scheiße. Baut sie einfach. So, was ist hier los? Nichts. Ich dachte eben, da kommt irgendetwas. So, wir brauchen davon welche und davon welche. Scheiß Brutlord. Da auch. Okay, die Verteidigung bröckelt. Wir brauchen neue WBFs. Wir müssen auf jeden Fall hier neue von euch bauen. Warte, den kriegen wir. Nein! Noch eine Welle Zergflieger, Sir. Naja, das Geile ist, wir haben jetzt einfach schon mal... Hier sind keine Brutlords. Wir haben jetzt einfach schon mal zwei Brutlords. Okay, ich brauche... Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Hier neue Raketentürme. Der ist leider nicht mehr dazu gekommen, irgendwas zu bauen. Das ist schade. Repariert das Ding. Und zwar schnell. Und dann brauchen wir hier einen neuen Bunker. Wie sieht's hier aus? Hier geht's. Der Blutort dort. Der stört, aber den kriegen wir. Und das ist meiner. Danke. Jetzt haben wir drei Brutlords hier. Also den einen oder anderen kriegt man. Das klappt aufgrund der Reichweite nicht ideal. Aber den einen oder anderen kriegt man. So, wir brauchen hier eine planetare Festung. Die kommt hier rein. Und ihr kommt hier zurück. So, weiter upgraden. Mules. Wo? Oh. Da. Was nicht passt, wird passend gemacht. Die Panzer müssen wir vielleicht auch mal ausfahren, sonst bringen die uns nichts. So. Kerrigan kommt zurück. Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ihr Narren hättet nie hierher kommen sollen. Na, sie klingt auf jeden Fall ängstlicher als vorher. Das verbuche ich als Teilerfolg. Runter und greift sie an. Noch eine Welle Zergflieger, Sir. Sie hat sich wieder zurückgezogen. Halte die Stellung. So, wir brauchen jetzt ein paar davon. Die Hells Angels hier. Oh, das ist nicht gut. Mir reichen drei. Aus der Bahn. Dann wieder zurück. So, die Hells Angels können wir jetzt auch mal hier positionieren. Boah, wir haben wieder ganz schön was verloren. Das ist ja Wahnsinn. Was können wir denn mal noch gebrauchen? Hier sieht es gerade ganz okay aus. Das hält eigentlich. Bereit. Oh, scheiße. Basis wird angegriffen. Unsere
Die Brutlords hier machen wir schon zu schaffen. Wir brauchen weitere von euch. Was zum? Sir, die Scanner zeigen die größte Zerg-Biosignatur, an die ich je gesehen habe. Und sie bewegt sich direkt auf sie zu. Das ist der Leviathan. Den kennen wir ja auch schon. Aber gegen den sollten wir gewappnet sein. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Zieht euch zurück. Und Basis wird angegriffen. Er kommt. Basis wird angegriffen. Greift ihn an. Yamato-Kanonen. Ich lege ganz schön in der Klemme hier. Zerstört ihn. Zerstört den Leviathan. Er ist tot. Zurück. Zurück. Verdammt. Meine Luftflotte ist ausgelöscht. Jetzt haben wir ein Problem. Streitkräfte werden angegriffen. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Basis wird angegriffen. Sir, wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf Sie zubewegt. Ja, ich weiß. Aber ich bin gerade etwas beschäftigt. Da unten geht's auch gerade ziemlich zur Sache. Wir haben wieder WBFs verloren. Brauchen ein paar von euch. Einer von euch muss auf jeden Fall den bauen. Zurück. Wir müssen zurück. Wir müssen einmal repariert werden. Das hat leider für hier hinten nicht gereicht, wie es aussieht. Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ihr Narren. Ihr spielt mit Mächten, die ihr nicht mal ansatzweise begreifen könnt. Ja, sie ist zurück und sie weiß, wie sie mir schaden kann. Da hinten ist wieder ein Blutlord. Dafür brauche ich mal meine Vikings hier. Oh, jetzt ist sie auf der Seite. Ihre Fähigkeiten fucken mich ziemlich ab. Produziert am laufenden Band, produziert einfach überall. Nach oben. Ihr kommt nach oben. Sie versucht zu fliehen. Nicht locker lassen. Naja, das Problem ist, was heißt hier nicht locker lassen? Meine Verteidigung bricht gerade überall in sich zusammen. Aber gut, nur noch 83%. Das ist nicht mehr so viel, was wir brauchen. Wir müssen hier oben. Oh Gott, unsere Verteidigung hier oben ist komplett zusammengebrochen. Wir müssen einmal die Brutlords zerstören. Wir müssen uns mehr zurückziehen. Eine große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Okay, das geht noch. Also an der Seite halten wir noch durch. Auch wenn vermutlich nicht mehr besonders lange. Wir brauchen neue davon. Oh. Ja, ich kann hier an der Seite, ich kann das nicht mehr aufhalten. An der Seite hier. Das ist einfach zu viel.
große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Wir müssen uns um das Artefakt scharren. Zum letzten Gefecht. Das wird noch aushalten. Da haben wir schon ein Problem. Wir brauchen jetzt die Hilfe der Söldner. Ja, wir werden uns das aber noch ein bisschen aufbewahren. So, zieht euch alle hier hin zum Artefakt zurück. Der Rest ist nicht mehr wichtig. Die Energie des Artefakts hat ihren Höchststand erreicht. Noch ein klein wenig durchhalten. Sir, wir haben eine große Anzahl Zergflieger auf dem Schirm, die sich auf Sie zubewegt. Das sollen Sie versuchen, aber wenn Sie ankommen, werden wir Sie ausschalten. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die Artefakt-Nova zu benutzen, Sir. Nein, noch ein bisschen jetzt. Hallo hoch. Wir geben diese Position auf. Wir scharren uns hier herum. Zum letzten Gefecht. Basis wird angegriffen. Ich gebe die Basis auf. Unsere WBFs werden angegriffen. Ab die Post! Komm, Kerrigan. Ich zieh los! Unsere WBFs werden noch 5%. Unsere WBFs werden angegriffen. Psionische Strahlen. Alle WBFs nach oben. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Mit euch habe ich mich schon lange genug aufgehalten. Zeit zu sterben. Maschinen laufen. Ja, sie zerstört gerade unsere Basis, aber das ist mir egal. Sie hat noch 2%. Sie ist schrecklich! Aber sie kriegen wir noch down. Gerade so. Für diesen Verrat werdet ihr bezahlen. Es ist zu spät, Kerrigan. Gib mir nicht auf! Oh. Ich kann Sarah hören. Jetzt dreht sie völlig durch. Jetzt oder nicht, General. Los! Wie in der Vision. Die Zerg sterben. Und Kerrigan? Alles oder nichts. Wir haben das Artefakt benutzt. Die Zerg wurden vernichtet. Aber was ist mit Kerrigan? Tychus,
Was hast du getan? Ich habe einen Pakt mit dem Teufel Jimmy. Sie stirbt, ich komme frei. Wir alle wählen unseren Weg. Eine Schande. Jim? Alles wird gut. Ich hab dich. Und damit endet StarCraft 2 Wings of Liberty, dem ersten Teil der StarCraft 2 Trilogie. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Kerrigan wurde entzerrt, zumindest größtenteils, denn ihre Haare sind noch die der Königin der Klingen. Interessant ist hier, dass wir wirklich davon sprechen können, dass sie in StarCraft 2 Wings of Liberty, zumindest in diesem Spiel, unter dem Einfluss einer fremden Macht stand. Und man kann davon ausgehen, dass es der Einfluss des Gefallenen war, der die Zerg eben so positioniert hat, wie er es für seine Pläne gebrauchen konnte. Wir haben es mit diesem Artefakt also geschafft, Kerrigan, ja, von seinen Fesseln zu befreien. Das ist natürlich die Frage, was das im Großen und Ganzen bedeutet. Der Verrat von Tychus war im Prinzip vorherzusehen. Wir haben nämlich im Intro ja schon gehört, dass Arcturus mit ihm geredet hat und dass im Prinzip es eigentlich nur Arcturus sein kann, der ihn befreit hat und dem er im Prinzip hörig ist. Denn Tychus hatte ja diesen Sender in seinem Anzug, der ihn sofort töten konnte. Das heißt, wer immer den Finger am Abzug hatte, hatte die Kontrolle über Tychus und das war eben Mengsk. Man muss allerdings sagen, dass Tychus seine Rolle ganz gut gespielt hat. Denn überleg mal, wie viele Soldaten der Liga er getötet hat. Das waren schon eine ganze Menge. Er hat so viel Zerstörung unter der Liga angerichtet, dass es für Rayner kaum vorstellbar war, dass er tatsächlich ein Verräter sein könnte. Wir wussten da allerdings mehr. Ja, und dann hat er zum Schluss jetzt eben die Kugel gekriegt, die eigentlich für Arcturus bestimmt war von Rayner. Ja, so ist es eben. Was heißt das allerdings nun im Großen und Ganzen, dieses Ende hier? Wir haben am Ende oben gesehen, wir haben ja diese schweren Kreuzer der Liga gesehen, allerdings wurden sie von den Zerg angegriffen. Was kann das bedeuten? Bedeutet das etwa, dass Kerrigan nun wieder die Kontrolle über den vollen Schwarm verloren hat und der Schwarm Amok läuft? Davon kann man ausgehen, denn sie hat ihre Zergkräfte nicht mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir sie positionieren müssen. Denn es hieß ja in der Prophezeiung, und auch Zeratul hat das gesagt, dass sie die einzige Hoffnung ist. Und damit ist natürlich ihr richtiges Ich, also Sarah Kerrigan, gemeint und nicht die Königin der Klingen, die unter dem Einfluss von dem Gefallenen steht. Was machen wir jetzt aber nun? Der nächste Teil ist ja StarCraft 2 Heart of the Swarm, wo Kerrigan die Hauptrolle spielen wird und wir die Zerg spielen. Wir müssen wahrscheinlich unsere Kräfte zurückgewinnen, aber diesmal unter unserer eigenen Kontrolle und nicht die Kontrolle des Gefallenen, die wir jetzt erstmal abgeschüttelt haben. Die Frage ist, wie wird sich Kerrigan entwickeln? Wird sie verstehen, welche Rolle ihr zuteil werden muss? Und wie werden die anderen das sehen? Denn ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die anderen Leute sie als Heilsbringerin verstehen werden. Denn vorerst hat nur Rayner von den Erinnerungen von Zeratul gehört.
beziehungsweise nur er hat sie wirklich gesehen. Das könnte also recht schwierig werden. Ich frage mich allerdings, was der komplette Hintergrund von Mengsk war, dass er unbedingt Kerrigan tot sehen wollte. Wenn wir davon ausgehen, dass er derjenige ist, der für Duran die Hybriden auch mitzüchtet, dann können wir davon ausgehen, dass er auch weiß, dass es für den Gefallenen schwierig werden könnte, beziehungsweise gefährlich werden könnte, wenn Kerrigan von seiner Fesselung befreit werden wird und gegen ihn agiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass Duran und der Gefallene vielleicht Mengsk große Versprechen gemacht haben, beziehungsweise dass er seine Macht behalten kann oder sonstiges, selbst in einem von Hybriden beherrschten Kopulu-Sektor, und dass er die deswegen unterstützt hat. Könnte ich mir vorstellen. Oder Valerian hängt da irgendwie mit drin, denn er scheint wesentlich smarter zu sein als sein Vater. Und ihm gehört ja auch die Möbius Foundation, und wir dürfen nicht vergessen, dass die Möbius Foundation sich auch verdächtig verhält. Sehr verdächtig sogar. Da sei nur einmal der Name Dr. Narut genannt. Ich werde das jetzt immer noch nicht offen verraten, aber Dr. Narut. Lest euch den Namen mal durch, vielleicht fällt es euch dann auf. Es ist sehr, sehr subtil. Unglaublich subtil. Als ich das Spiel damals das erste Mal durchgespielt habe, bin ich sofort drauf gekommen und dachte mir auch nur so ernsthaft. So offensichtlich. Naja, wie auch immer. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was da alles noch in StarCraft 2 passieren wird. Wie gesagt, im nächsten Spiel der Trilogie kümmern wir uns dann um Kerrigan und die Zerg. Und auch das war ein cooles Spiel, definitiv. Habe ich auch sehr gerne gespielt. Und wir werden natürlich viele bekannte Charaktere wiedersehen. Einige neue kommen dazu. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall sehr zügig daran machen, dieses Spiel auch aufzunehmen und hochzuladen für euch. Denn ich bin gerade wieder so richtig im StarCraft 2 Fieber. Man muss sagen, dass die Liebesgeschichte zwischen Rainer und Kerrigan, und das ist eine Liebesgeschichte, dass die auf jeden Fall zentraler Dreh- und Angelpunkt der Trilogie ist. Denn nicht zuletzt war es diese Liebesgeschichte, die dafür gesorgt hat, dass Kerrigan von der Kontrolle des Gefallenen überhaupt befreit werden konnte. Denn egal wie viele Milliarden Menschen die Königin der Klingen getötet hat, wie viele Milliarden Lebewesen sie zerstört hat, wie viele Milliarden Existenzen sie gefährdet hat, Rayna hat in ihr, tief in ihr, immer noch die Frau gesehen, die er liebt. Und sie hat ihn gekümmert. Und das war das Ende dieses Spiels. Wir haben zwar nicht gesehen, dass Tychus gestorben ist, aber wir können davon ausgehen, dass er gestorben ist. Ich glaube da kaum an ein Täuschungsmanöver seitens Rainer, um Arcturus irgendwie auszutricksen. Wobei natürlich die Möglichkeit ist, dass Tychus Schauspielerei Mengsk in die Irre leiten sollte und sie im Verborgenen zusammen mit Swan zum Beispiel daran gearbeitet haben, dass sein Anzug deaktiviert wird. Ist natürlich die Frage, inwiefern Mengsk davon Notiz nehmen könnte. Aber das sind alles nur Spekulationen. Was da die Wahrheit sein wird, erfahrt ihr dann, wie gesagt, in den nächsten Spielen. Ich hoffe, ich konnte euch für die StarCraft 2 Trilogie begeistern und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play StarCraft 2. Dann wird es Heart of the Swarm sein und dann werden wir sehen, wann tritt der Gefallene offen auf und wann werden die Hybriden wirklich in einem großen Stil den Kopulu-Sektor angreifen, denn jetzt müssen sie aktiv werden. Sie haben die Zerg als ihre Handlanger nämlich jetzt verloren und deswegen muss da was geschehen. Denn so wie es gerade aussieht, kann die Prophezeiung bzw. die Version der Geschichte, die wir vom Overmind gesehen haben, die kann jetzt nicht mehr so passieren. Deswegen muss jetzt etwas passieren auf Seiten des Gefallenen und da bin ich gespannt, welche Schachzüge er in die Wege leiten wird und ob Duran auch wieder auftauchen wird. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.
Thank you.